da bin ich wieder. Auf zu Karania. Schau einer an. Das ist wirklich eine Überraschung. Ich dachte immer, ihr wäret der Laufbursche von Traven, der alles tut, was ihm gesagt wird. Und doch seid ihr jetzt hier. Gut, dass ihr euch endlich emanzipiert habt. Eure Hilfe wird unserer Sache viel nützen. Hä? Was? Ihr seid gekommen, um es zu Traven zurückzubringen? Du meine Güte. Ich fürchte, ihr habt euch verrechnet. Ich bin Traven keine Rechenschaft schuldig. Ich folge nur den Anordnungen Manny Marcos. Na geil. Wenn er das Amulett besitzt, wird seine Macht zunehmen und es wird Traven nicht gelingen, sich ihm in den Weg zu stellen. Ihr dagegen werdet bald überhaupt nicht mehr stehen, fürchte ich. Ich verspreche euch, dass ich es kurz machen werde. Ich möchte, dass ihr weitgehend intakt bleibt, damit Manny Marco euch das Mark aus den Knochen saugen kann. Das denkst auch nur du. Fuck, daneben! Ah, du blöde Kuh! Wow! Alter, war die schnell, du meine Herren! So, das nehmen wir mit. Gut. Karania verriet die Markegilde und beabsichtigte, das Amulett dem König der Würmer zu bringen. Ich muss aus Festung Ontus entkommen und das Amulett in die geheime Universität zurückbringen. Halleluja, sag ich dir, du. Wo gehe ich denn jetzt lang? So, diesmal sehen wir den Hebel auch. Ich speichere mal ab. Seine gute Tage berühmt ist, empfängt am Wegschein von Julianus den Segen der Intelligenz und dem. Ja, ist klar, Mann. Wow. Aber übertreiben wollen wir es mal nicht hier, oder was? Meine Fresse, ey. Safe. Ah! Da lang. Ich. Hast ein Problem damit, oder was? Falle? Nö. Fuck, die haben mich gehört. Ey! Gerade noch so erwischt. Ha. Hallöchen! So, Tschüssikowski. Ich gehe mal hier vor. Was haben wir denn hier? Da, nö. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Safe. So, ich nehme mal ein Schlückchen. Und dann hier vor. Ja, ja, Freundchen, ey. Verarschen kann ich mich alleine. Da hoch. Leg dich hin.
Guten Tag. So. Okay, da oben steht die Tussi. Fuck! So, wunderbar. Dann mal hier rausgestiefelt. Und ab zur geheimen Universität. Wie schön, euch zu sehen. Traven? Habt ihr das Amulett des Totenbeschwörers geborgen? Ja, habe ich. Karanja hat sich gegen die Gilde gestellt? Ja. Das verstehe ich nicht. Sie war einer meiner vertrautesten Ratgeber. Wie es scheint, wird die Lage mit jedem Tag schrecklicher. Wohin dies alles führen mag, macht mir Angst. Das Amulett ist jedoch in Sicherheit, und das muss vorerst genügen. Ich danke euch dafür, dass ihr es zurückgebracht habt. Och, kein Problem. Ah, ein Stufenaufstieg. Seht euch vor. Wunderbar. Raminus? Einen wunderschönen guten Tag. Fortschritt. Ihr seid wahrhaft ein Gewinn für die Gilde. Ich belohne euch mit dem Rang eines Zauberers und lehre euch einen sehr mächtigen Zauber. Welcher ist es? Lebt wohl. Wut des Zauberers, was ist denn das? Feuerschaden, Eisschaden, Schockschaden. Geil. Alter Schwede. Warte mal, 5. Zack. Passt. So, wieder hier rein. Die Zeit arbeitet gegen uns und unsere Feinde werden immer stärker. Es gibt viel zu tun. Und uns bleibt wenig Zeit, um es zu schaffen. Eure nächste Aufgabe ist sehr wichtig. Aufgaben. Uns hat die Nachricht erreicht, dass die Totenbeschwörer fleißig schwarze Seelensteine für ihren Meister angefertigt haben. Ein ganz besonderer schwarzer Seelenstein wurde in den Ruinen von Silorn im Süden von Cyrodiil erschaffen. Dieses Juwel muss erbeutet und hierher gebracht werden, bevor es dem Wurmkönig überbracht und gegen uns eingesetzt werden kann. Okay. Warum den Edelstein nicht zerstören? Nein, ich muss den Stein haben. Ich glaube, dass damit unsere Gilde gerettet werden kann. Ich werde es genauer erklären, sobald ihr damit zurück seid. Bis dahin ist jedes weitere Wort überflüssig. Wo habt ihr das gelernt? Ich habe mit mehreren Personen gesprochen, deren Namen ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht nennen kann. Graf Hasseldor hat ebenfalls wertvolle Informationen geliefert, wie ihr ja genau wisst. Weiter? Ein Trupp von Kampfmagiern wurde an den Ort entsandt. Ich möchte, dass ihr für mich ihre Aktionen überwacht. Ha? Das Einzige, worauf es ankommt, ist der Seelenstein. Versteht ihr mich? Ja. Sobald ihr ihn sichergestellt habt, kehrt unverzüglich hierher zurück. Ja. Ihr sollt wissen, dass ihr mein volles Vertrauen habt. Ich würde euch nicht mit dieser Aufgabe betrauen, wenn ich nicht glaubte, dass ihr dazu fähig wäret. Aber geht natürlich, jetzt. Chef. Ja, ist ja gut. Rasch, eilt nach Silorn, solange noch Zeit bleibt. Bla bla bla, bleibt doch mal geschmeidig. So, gerade. Ist ja mal nett. Die Quest heißt Hinterhalt. Du heiliges Kanonenrohr, ey. Schnarch!
So, nochmal kurz gesaved. Ist das schon Ceylon? Tatsache. Oh, da geht's aber... Wow, holla die Waldfee. Da geht's aber steil runter, du meine Herren. Und hier nun, was ist denn das für ein Stein? Kriegerstein. Ach, das kenne ich doch von Skyrim. Von einer besonderen Vorsehung gezeichnet, bestimmt ihr euer eigenes Schicksal. Beschließt ihr euch, nach dem Stern des Kriegers zu richten? Ja. Geil, Kriegsruf zur Zauberspruchliste hinzugefügt. Ihr habt die große Kraft des Kriegsrufs erhalten. Wunderbar. Ah, da stehen sie ja schon. Gut, safe. Dann würde ich sagen, geht es hier im nächsten Part weiter. Bis dann. Ciao.